Heute möchte ich dir erklären, wie so ein Zimmersafe im Hotel funktioniert, ja, dass ihr ihn verwenden könnt, um eure Wertsachen darin einzuschließen. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr erfahren. Ab geht's! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Svinzenz und wenn du es noch nicht getan hast, dann lass doch ein Abo da, um unsere Reisevideos zu sehen, Wohnmobilvideos und alles, was man für die Reise so benötigt. Ja, heute geht es um den Zimmertresor, welcher in den Hotels meistens enthalten ist. Und ich möchte euch mal zeigen, wie dieser funktioniert, was ihr tun müsst, um hier euer persönliches Codewort einzugeben. Und zwar hier hinten, wir haben hier ein bisschen Naschi zu verstecken, hier hinten an der Taste, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ob es zu dunkel ist, hier ist ein Taster hinten an der Tür in der Nähe der Scharniere. Diesen drückt ihr kurz und ihr hört einen Doppelpiepton. Jetzt gebt ihr euren Wunschcode ein, zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Bestätigt diesen mit B. Gebt den Code nochmal ein, 1, 2, 3, 4. Bestätigt ihn mit A. So, und jetzt ist der Code drin und ihr seht, jetzt könnt ihr den Tresor auch schließen und er ist verschlossen. Also er geht jetzt nicht mehr auf. Jetzt gebt ihr, um ihn zu öffnen, euren 1, 2, 3, 4 A-Code ein und der Tresor öffnet. Also gar kein großes Hexenwerk, nicht schwer, diesen Tresor wieder zu öffnen. Ja, nutzt diesen Tresor und vor allem, ich habe euch auch in einem anderen Video gezeigt, packt einen Schuh mit in den Tresor, denn wenn ihr euren Koffer wieder einpackt, dann werdet ihr merken, es fehlt ein Schuh. Oh, wo ist dieser Schuh? Und ihr werdet feststellen, der Schuh befindet sich im Tresor und somit vergesst ihr auch eure Wertgegenstände nicht im Tresor. Wenn euch der Beitrag geholfen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, drückt die Abo-Glocke und ja, abonniert natürlich gerne diesen Kanal. Ich danke dir fürs Zuschauen, ciao und bis bald, dein Svinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe. Bis gleich.